Wann steht Silas auf? Ich meine, kann ich mir den reinen Alkohol noch nicht mal leisten. Kuckuck! Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 1 Definitive Edition mit Little Hero. So. Wenn ich weiß, was immer noch nicht weiß, was Little Hero ist. Wir starten als klitzekleines Däumelinchen. Und beenden das Spiel, oder so wollen es, als Riesen beenden. Das Problem ist mit dem Riesen, ja, ich weiß nicht, ob wir das hier erreichen werden, hier in Gothic 1. Das ist eine gute Frage, weil wir sind ja Level 20, wir sind Kapitel 4. Die Fokussuche haben wir hinter uns, wir sind ja Kapitel Xardas. So, und so weiter. Weil jetzt steht es an, Urschrank, Feiermine. Ingredienzien, Zutaten für Tarok holen und Molo holen. In den Schläfertempel auskommen, Urizin holen, wieder reingehen. Spiel beendet. Jo. Darf ich jetzt eigentlich rein als Wassermagier? Habe ich mir dieses Privileg verdient? Jo, das bringt mir aber auch nicht unbedingt viel, wenn ich hier nicht hochkomme. Pass auf. Mit dem reinen Alkohol, das müssen wir uns noch mal überlegen. So. Hui. Ich erinnere mich, als wir noch so klein waren, dass wir hier nicht auf den Tisch kommen, auf den Tisch kamen. So, wer kommt denn hier angerannt? Ey, ihr sollt arbeiten und nicht saufen gehen. Wer bist denn du? Bandit. Bandit. Das ist Bandit, musste ich bei einem Streamer letztens hören. Wir hören kein Bandit mehr. Das ist das moderne Zeitalter. Da heißt die Bandits. Mit E natürlich. Mit Punkten über dem A. So, hätten wir das auch geklärt. So, was machen wir jetzt? Wir sollen zu Urschak gehen. Na, Urschak gibt. Hey, achso. Urschak geht mir aber ein bisschen auf die Nüsse. Ich wäre eigentlich fast dafür. Die freie Mine. Das ist. Wir sind zu schwach, wir müssen erst hier irgendwo, wir müssen ja Power kriegen, Mann. Kriegen wir Power her? Ich meine, na, eigentlich, was fehlt uns hier eigentlich? Lebensenergie, um hier nicht gleich umgehauen oder umgeschossen zu werden. So, was fehlt uns als Magier hier hauptsächlich? Mana. Wir haben wie viel Mana? 45. 45 oder 43? Also 45. So, wir bräuchten Mana. So, und Mana-Tränke. So, die kosten Haufen Geld. So, das führt. Hallo! Hallo! So, da würden wir jetzt mal heute. Würde ich mich jetzt mal nicht unbedingt direkt Urschak widmen. Ich würde mich ehrlich gesagt mal ein bisschen hier durch die Kolonie müssen uns hier ein bisschen versuchen zu häckseln oder zu brennen. Weil hier. Das bringt sonst nichts. Wir fallen sonst nur um in dem Schläfertempel hier, in den Sachen, die wir jetzt vor uns haben. Ich sag nur hier, naja, freie Mine. War nicht besonders schlau. Das wird nur am Anfang ein bisschen schwierig, wenn du reinkommst in die freie Mine und da erstmal 20 Bolzen in die Fresse kriegst. Ist auch ein bisschen doof gemacht, finde ich. So. So, da müssen wir hier unten ein bisschen auf die Jagd gehen. Das machen wir natürlich mit dem Feuerball. Ja. So, Aidan. Aidan ist fast tot. Wieso ist Aidan fast tot? Heute Abend gibt es. Aidan ist tot. Ich weiß nicht, ob wir Aidan noch gebraucht hätten. Ja. Das Coole natürlich bei dem Feuerball hier ist. Das stimmt ja, da war ja was. Das Ding, wenn wir einen normalen Schuss abgeben. So, jetzt nicht hier. Bap machen. Dann nimmt er hier keine Mana weg. Das ist ja hervorragend. So. Stimmt, da war ja was. So. So.
Wir müssen so ein bisschen jagen, ein bisschen schnetzeln. So. So, was hat ein Ei dann jetzt alles gehabt? Den hatten wir jetzt schon ausgeräumt, oder? Ich weiß nicht, ob wir einen noch brauchen, aber ich kann jetzt nicht ändern. Der ist halt tot. Ja. Der ist. Was legt er sich auch mit den Blutfliegen an? Das sind ein paar Jäger. Hier überstehen noch nie mal ein paar Blutfliegen. Was haben wir hier noch? Schnapper. Ach du heilige Scheiße. Was? Schnapper? Wilder Schnapper. Die haben wieder mehr Power. Ja, warte mal, die könnten wir doch eigentlich hier ohne. Ach, was? Ja, wenn wir jetzt eine Magie drauf pfeifen, da kommen die alle angerannt, oder? Ui. Hilfe! 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 Ich werde von kleinen Dinosauriern verfolgt. Ah! Nicht beißen! Nicht beißen! Bitte nicht beißen! Boah, das ist aber nicht von dir. Der hat mich nicht gebissen. Wahrscheinlich schmecke ich ihm nicht. Ja. Aber offensichtlich hat er irgendwas an mir gerochen, worauf er doch Appetit bekommen hat. Wieso habe ich eigentlich jetzt diese Keule? Was hatte ich denn vorher für eine Waffe? Drei wilder Schnapper. Ach so, die gehören zu dieser Schnapperjagd hier. Für die Quest. Ach so. Ja, naja, dann. Dann wollen wir mal. Was habe ich hier? Was habe ich vorher für eine Waffe eigentlich gehabt, sage mal? Nee, was das hier? 27, 36. Ich hatte doch irgendein Schwert gehabt. 33, das macht 36. Reichweite 100. Reichweite 90. 33. Nehmen mal das Ding wieder, oder? Ja, das ist ein bisschen länger. Gerade wenn wir so klein sind, ist die Länge natürlich entscheidend. So, das ist, als wenn ich hier so klein mit einem großen Bümmel habe und den einfach nur hinter mir her schleife. So. Geiler Vergleich, oder? Nö. Schlepphoden und so. Ja. Das sieht ja aus. Wir durften das Spiel ja gar nicht spielen. Ja. Zumindest nicht auf YouTube. Ja, ihr wisst schon. Jugendschutz und so. Wo ist die Bande jetzt? Hallo? Hä? Weg. So. Oh, wo ist die Blutfliegen? Guck mal hier. Pass mal auf. Hallo? Summen Sie, summen. Ah. Na komm, komm, fall runter. Jawohl. So. Wir haben eine Ingredienz hier aufgesammelt. Eine Ingredienz hier haben wir gerade aufgesammelt. Eine Steinwurzel. Wo sind die anderen Schnapper hier hin jetzt, sag mal? Waren die so von dem Tod ihres Kameraden bestürzt, dass sie gleich alle abgehauen sind hier? Quer durch die Barriere und daran verreckt sind? Das Problem ist, das sind die Viecher aus der Mod. Am Ende hat die Mod die noch nicht mal richtig wieder gespawnt. Hier unten waren wir auch schon mal, das weiß ich noch. Als wir das Buch gesucht haben für den einen Typen. Jo. Wir können ja mal darüber schwimmen. Jo. Gas. Wie viel brauchen wir eigentlich noch bis zur nächsten Stufe? Steht der eigentlich genau vor uns da und ich gucke extra nach. Ja. Keine Ahnung, wo die Dings jetzt sind. Aber wir sind doch schon mal lang gerannt. Das war aber im anderen Kapitel, oder? Kann das sein? Ja. Gucken wir mal. Was ist jetzt los? Lauf doch. Mann, du blöd Mann. Ja. Das ist ein Idiot. Der hält ja. Das ist ein blöder Wichser. Ja. Sag ich euch. Hey! Thank you.
Während ich durchs Leben tone, wartet auf euch schon die Urne. So. E38. 138. Nee. Was haben wir hier jetzt noch? So. Barane. Ich würde gerne einen von denen hier anlocken und die dann hier holen. Weil nicht alle auf einmal, da verliere ich den Kampf. Da sterbe ich. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob sich hier mal jeder dabei war, ich glaube von euch, der sich das Ding hier jetzt anguckt. Ich habe ja jetzt letzte Woche. Hier meinen Bogendurchlauf von Arcania gemacht. Und soweit ich mich erinnere, bin ich glaube ich nur einmal verreckt in dem Spiel. Bilde ich mir gerade ein. Könnt ihr mal, wenn ihr das wollt, euch mal ansehen. Ist ja auf YouTube hier jetzt da, der Stream. Ja, also ich bilde mir ein. Das ist ja Stream, die Stream, sie sind ja noch vier. So. Nur. So. Na komm, Big Duell machen wir ja nicht. Ich will hier draufhauen. Komm her, ja. Wird man. Aber das ist schön, wir haben inzwischen schon eine Größe erreicht, dass der über uns stehen kann. Hier so schräge, auf der Schräge. Und wir ihn trotzdem treffen, hier. Zwar auch nur, wenn er direkt vor uns steht, aber. Das macht sich mit der Größe. Das ist engine-technisch wirklich auch so drin, dass du wirklich nur so wie du davor stehst oder so wie du rankommst, hier triffst. Ich habe mich damals immer so gefragt, als ich das erste Mal eben gesehen habe, hier mit bei Kollegen hier, mit der Little Hero Mod hier, dass der zwar uns klein erscheint, technisch aber genauso groß ist und auch genauso trifft. Ist ja nicht der Fall. Der ist wirklich, der trifft wirklich nur so, wie er groß ist. Ja, guck mal hier. Was ist ein Feuerball, Junge? Ja, zack. Schaffen wir es mit Scavengern auch? Warte mal. Ich steck doch mal das Ding weg. Ja, auf der Yacht. Auf der Yacht. Wir müssen dann noch mal in den Wald. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir uns gegen die Urkunde schlagen. So. Jo. Pummeling. Pummeling. Jo. Jo. Dass hier oben nur Scavenger stehen, das ist erstaunlich. Da stand hier nicht mal was Gefährlicheres. Ja. Stufe Dings. Hä? Guck mal, der ist schon wieder versunken hier. Ja, versunken auf der Wiese. Das ist die Treibwiese. Schon wieder. Guck mal, der steckt hier drin. Irgendwann fällt er durch die Map. Ich sehe es schon kommen. Ja, da macht er einfach nur. Jo. Ja. Ja, hier oben standen die Orks rum, genau. Ich glaube, hier oben werden wir jetzt nicht mehr viel finden an höchstens den Schattenläufer da drin. Aber wir haben irgendwie das Gefühl, gegen den Schattenläufer, da brauchen wir mehr. Wie wär's mit dem Feuersturm? Oh, der spritzt, da ist ja niemand, der angespritzt werden kann jetzt. Außer dem einen Schattenläufer. Aber der Feuersturm, der macht sich, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden, oder? Haben wir uns den schon geholt? Das sieht so lehrreich aus da drin. Haben wir uns den echt schon geholt? Das wäre ja ein Ding. Das wäre ja echt ein Ding. Nö.
Hier waren wir wahrscheinlich schon. Kann sein, dass wir neu geladen haben das letzte Mal. Ich weiß es nicht. Elixier heilender Kraft haben wir gewonnen. So, Truhe. Eine Truhe. Mach mal die Truhe auf. Holz und Pfeile. Ich kann Pfeile herstellen. Wie mache ich das denn? Was haben wir hier? Syrianisches Öl. Super. So, hier funkelt noch hier irgendein Zauber nach. Ja, der Schattenläufer, den haben wir uns entweder schon geholt oder der hat vergessen Luft zu holen. Keine Ahnung. Oder die Orks haben ihn sich gegrillt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wo gehen wir jetzt hin? Einkaufen. Bier kaufen. Bier. 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 Normalerweise würde ich jetzt noch Stream haben. Aber wie gesagt, heute ist Dienstag immer noch. Mein Kumpel hat Geburtstag. Da war ich dort. Bin gerade erst von einer Stunde knapp heimgekommen. Weil mir gesagt, bevor ich jetzt noch einen Stream anschmeiße, um 23 Uhr. Weil wir wollen ja. Also, wenn ihr die Folge hier seht, dann haben wir das schon gestartet. Wollen wir mit Dirty Swamps starten. Und das starte ich nicht mitten in der Nacht. Also, wenn ich. Wenn das jetzt mittendrin ein Stream wäre, so wie jetzt bei die letzten Male. So, da würde ich sagen, da hauen wir jetzt nochmal hier 10:30 oder so hier nochmal den Stream an. So, aber wenn ich ja den Start eines Projektes habe, da würde ich jetzt ungern hier, sag ich mal. Abgebrochen. Jo. Da würde ich jetzt, wie gesagt, ungern das so spät machen, da würde ich doch lieber hier auf meine übliche Streamzeit hier beharren, hier von 20.15 Uhr. Ja. Machen wir hier frei. Ich weiß nicht, ob wir uns den Weg zu... Das ist, wenn er stehen bleibt jedes Mal. Guck mal hier. Hui. 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 Ja. Warum auch immer das macht, ich weiß es nicht. No. So, warte, Feuersturm. So. Orks. Lauf! Lauf! Für solche Aktionen ist er zu langsam hier mit seinem kleinen Beinchen hier. Das ist bescheuert. So. So, also was machen wir? Das gleiche nochmal, würde ich sagen. So, wir speichern das mal auf einen anderen Platz. Ich meine, was gibt bessere Erfahrungspunkte als tote Orks? So. Jo, den dunklen Wald, da gehen wir auch noch, keine Angst. Die Erfahrungspunkte holen wir uns auch noch. So. Ja, dadurch, dass sie stehen bleiben und erstmal ein bisschen brennen. Waren die jetzt beide umgefallen oder nur einer? Ja. Das weiß wieder keiner. So, 8 und bei 19 Minuten. Also ich zähle jetzt nicht unbedingt die Zeit hier runter. Ja, bei hatten wir doch, oder? Ich gucke, wie viel Leben ich noch hin, wie viel Leben ich noch habe und wo gucke ich da hin? Auf die blaue Leiste. So, ja, der Weg in die Richtung, ja, der wäre erstmal so weit, ja, die Orkunde, ich weiß nicht, was wir müssen hier wirklich noch mal ins Rinsaufen hier, ja,
Ich will ja wissen, was ich den Urkunden hier so antue mit meinem geilen Feuersturm. So, vorzugsweise erst, wir testen erstmal einen Feuerball. So, wo waren die ganzen Viecher? Ork-Kämpfer. Nee. Wir brauchen mehr Mana, wir müssen ja Pflanzen sammeln hier. Orkhund. Wir gucken mal. Hm. Das ist irgendwie kontraproduktiv gerade, das Ganze. Das ist schlecht. Das Blöde ist, die rennen gerade weg. Die da zu treffen, das ist natürlich eine... Wie viel sind jetzt verbrannt? Ich weiß es nicht. Alter, da kriegst du ja mit Angst zu tun. So. Wir saufen hier nochmal tatsächlich so einen rein. Das ist gerade irgendwie Verschwendung pur, so mehr oder weniger. Hier. So. Jo, die Hälfte haben wir runtergekriegt. Jo, geht doch. Jo. Ja, bitte, geht doch. Jo, komm, speichern wir. So. Eine übelste Blutlache ist hier. Wer, wo kommt die denn her? Mhm. Oh Gott, wie viele haben wir von denen geholt? Ich weiß es jetzt nicht. Hm. Das ist die große Preisfrage. Surprise, surprise! Ja. Überraschung, Überraschung! 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 Tom, 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 tom. Aya, Popeye, wer frisst, wer scheißt dir ins Klo? Ja. Alle meine Entchen. So. Hier liegt irgendwie keiner mehr. Ich weiß nicht, wo der hingesprungen ist, keine Ahnung. So. Orkhunde. Orkkrieger. Orkhund. Der ist auf jeden Fall angelutscht davon. Wenn das Ding jetzt auch auf die Orks spritzt, und das hat es wahrscheinlich auch, ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Hm. Hey! Ich sehe nichts wie dieser Drecksbaum hier. So, wir haben jetzt zwei geholt wieder. Zwei! So. Hm. Wir haben ein paar Orks hier angekokelt. So. Altes Kastell, wir kommen mal ein bisschen an altes Kastell. Der Weg ist im Prinzip schon mal nicht unbedingt verkehrt. Never. Wir gehen mal hier auf den Ferndiagnose ran. Ich glaube, der tote Orkund von vorhin, der ist da hinten wieder hingesprungen. In toter Form. Ja. Ja, Orkkrieger, Orkund. Verdammt. Das Blöde ist, die kommen wieder zu zweit hier angerannt.
Aber einzelne Konten würde ich ja gerade holen, ja, mit Schwert. Aber einzeln. Da seht ihr so, wie viel? 3, 4? Ihr habt ja wohl eine Meise, lasst mich in Ruhe. Auf, auf, auf. So. Halt, halt. Ja. Das ist gerade doof hier. Das schaffen wir nicht. Wir könnten höchstens ein was probieren. Hilfe! Erst angreifen, so rotzfrech mit deinem Hilfe schreien. Hey! Na warte, 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 warte. Da nicht durch den Felsen backen! Wenn einer durch den Felsen backt, dann bin ich das. So. Das klappt ja super. Aber wir haben unsere Mittel und Wege. So, einer ist mitgekommen. Ein Orkunfell. Er kauft sie mir Felle ab. Das war doch hier der Wolf, oder? Der Wolf kauft mir Orkunfelle ab. Auch nicht schlecht. Ja. Die griechischen Wurzeln. Also wie gesagt, die Weg, wie gesagt, die Weg. Ja, ja, pop, pop, pop. Warte, warte, warte. Nee, mach zu. Jo. Was können wir jetzt nehmen? Ich nehme wieder das Ding hier. So, na komm her hier. Feuerball, Junge! So, warte. Die hängen doch fest, oder? An dieser blöden Kante da. Sieht aus. Jo. Die hätten wir alle vier. Das ganze Rudel hätten wir jetzt fast schon gehabt, oder? Hm. Wenn nicht allzu viel Einsatz an den magischen Ressourcen hier. Das ist ja schon mal hervorragend. Also, solche Sachen musst du ja wirklich bedenken. Das ist. Auch wenn wir Runen haben, ich meine, die Runen, die sind ja unendlich. Aber die Mana-Tränke eben nicht. Aber wir werden dann gleich Feierabend machen wieder für heute. Und in der nächsten Folge hier an der Stelle auch direkt weitermachen. Wie gesagt, den Weg müssen wir ja sowieso gehen hier für Urshak. So, der sinkt schon wieder hier. Das ist bestimmt das Kleid, was der anhat. Da versinkt er immer am Boden. Mit Hose würde das nicht passieren. So. Ja. Jo, da gucken wir mal. So, wie viel Orkunde haben wir denn noch? Dann könnten wir beim Wolf oder irgendeinem Fellhändler vielleicht ein bisschen Gold machen. So, Orkkrieger. Das Problem ist jetzt mit Orkkriegern hier anzulegen an der Stelle, auf den Felsen hier hoch zu gehen. Ich glaube, das würde uns jetzt nicht unbedingt weiterhelfen. Denn wenn wir hier hochrennen können, können die Orks das auch. Jo, das alte Problem halt. Jo. Das Blöde, das wäre natürlich klasse. Ja, wir müssten wir aber komplett hier Mana auffüllen. Ich weiß nicht, ob die uns in irgendeiner Form da stürmen, um dort lang zu kommen. Und ich würde mal sagen, wie wir hier weiter lang kommen bei den Orks da, gespeichert habe ich ja gerade. So, das finden wir in der nächsten Folge raus. So, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Orkhundjagd hier. So, und dann mal sehen, ob wir direkt bei 30 draufdrücken können. So, dann bis zum nächsten Mal.